Schwabensoccer hat am Rande des Vorrundenturniers in Wattingen einen ganz besonderen Gast. Ali Güneş, bekannt vom SC Freiburg, gespielt auch bei Besiktas, Fenerbahçe, dann wieder zurück zu Fenerbahçe, zu Freiburg. Ja. Ali, du besuchst hier deine Freunde von Türkspor Augsburg. Wie kam der Kontakt zustande und woher stammt die Freundschaft? Also ich habe in der Zeit, wo ich bei Beşiktaş gespielt habe, waren wir im Trainingslager in Seefeld. Und die Organisation hat, der erste Vorstand, Anel, hat es gemacht, die Organisation von unserem Trainingslager. Und wir haben uns dort kennengelernt. Das sind jetzt ungefähr 6, 7 Jahre, wo ich den Anel kenne. Und als Mensch ist er für mich sehr wichtig geworden. Und dadurch haben wir die Freundschaft immer beibehalten. Ali, du bist jetzt 33 Jahre, ein Alter, wo sich die ein oder andere Spielerkarriere so langsam dem Ende zuneigt. Deine letzte Station war der SC Freiburg. Momentan bist du aber ohne Vertrag. Warum nicht mehr in Freiburg? Nee, ich bin ja nach Freiburg, bin ich ja noch in die Türkei, noch mal 2 Jahre in der ersten Liga gespielt. Und dann habe ich gesundheitliche Probleme bekommen und ich habe mich dann letztes Jahr entschieden aufzuhören. Also ich habe es nicht in der Presse veröffentlicht, aber also im Kopf habe ich es beendet und wollte dann für mich selber meine Ruhe haben jetzt und auch von dem ganzen Stress jetzt ein bisschen pausieren und habe mich deswegen auch letztes Jahr entschieden, meine Profikarriere zu beenden. Also ich habe nach Freiburg noch 2 Jahre als Profi in der ersten Liga Türkei noch gespielt. Wie schauen dann jetzt so deine Zukunftspläne aus? Sieht man dich irgendwann einmal als Trainer oder vielleicht vorstellbar einmal vielleicht noch als Spieler hin und wieder bei Türkspor Augsburg, die ja in der Bezirksliga Süd souveräner Tabellenführer sind? Es ist so, ich bin im Moment der Sportdirektor von der türkischen Nationalmannschaft in Deutschland, in Süddeutschland, Österreich und Schweiz tätig. Aber ich werde versuchen, jetzt auch meinen Trainerschein zu machen. Und wenn der Anel irgendwie auf mich zukommt, er ist ja auf mich zugekommen und hat mich auch mal darum gebeten, wenn ich diese Zeit habe, auch bei Türkspor auszuhelfen, wenn ich diese Möglichkeit habe, will ich ihn auch für ihn, also diesen Wunsch auch erfüllen eventuell. Aber wie gesagt, das ist noch ein weiter Weg bis Sommer. Ich hoffe, dass auch Türkspor jetzt aufsteigt. Auch für die Region ist es, denke ich mal, sehr wichtig, dass eine türkische Mannschaft in einer höheren Klasse spielt. Und ich sehe auch, dass Anel eine sehr gute Arbeit leistet und ich gönne es ihm auch sehr. Ali, jetzt für die türkische Nationalmannschaft unterwegs, Süddeutschland, Österreich, Schweiz. Wie gefällt dir die Arbeit für den türkischen Verband? Sicher, es ist eine schöne Arbeit. Also wenn man sehen kann, dass die Spieler, die man irgendwie beobachtet oder die sie auch berufen hat, wenn sie spielen, zum Beispiel der Toprak, hatte ich dann zuletzt empfohlen für die türkische Nationalmannschaft und dann haben wir auch versucht, er hat ja einen deutschen Pass gehabt, ihn den türkischen Pass zu beantragen und letztendlich hat es geklappt und wenn ich ihn spielen sehe, dann freue ich mich sehr für ihn, auch für mich selber, dass wir da auch eine gute Arbeit geleistet haben. Du kennst den türkischen Fußball aus dem FF, du kennst den deutschen Fußball aus dem FF, Ali. Wo siehst du die größten Unterschiede momentan? Also in Deutschland ist die Disziplin und die Kraft steht immer im Vordergrund. In der Türkei ist es eher, versucht man eher, das irgendwie spielerisch wettzumachen. Und vielleicht ist es vom Technik her, vom Spielerischen her, können viele türkische Mannschaften mit den deutschen Vereinen auch mithalten. Aber auf die konstante Art, auf eine längere Zeit wird es dann immer schwer. Und dann bekommen auch die türkischen Vereine sehr viele Probleme gegen die deutschen Vereine. Also ich denke mal, dass die Bundesliga schon 1, 2 Schritte voran ist. Aber ich denke, wenn jetzt auch in der Nachwuchs sehr, sehr gut gearbeitet wird, dass dann der türkische Fußball auch in 3, 4 Jahren auch in Kommen sein wird. Okay, Ali, wir wünschen dir bei deiner Tätigkeit nach wie vor viel Spaß, viel Erfolg natürlich, der wichtig ist. Vielleicht sehen wir uns mal im Vereinsheim von Türkspor Augsburg zum Interview mit Schwabensoccer und vielleicht kannst du uns dann wieder ein bisschen von deinen Erlebnissen erzählen. Ja, ich bedanke mich und ich hoffe, dass es dann, wenn es soweit ist, dass wir dann uns noch mal unterhalten können. Ali Güneş für Schwabensoccer, danke dir.